Tada! Diesen geilen Adventskalender von Maybelline habe ich für sage und schreibe 39,99 € abgegriffen bei Idealo Preisvergleich. Also wir haben 20 € gespart und den Inhalt zeige ich euch gleich. Also viele von euch werden wahrscheinlich den Adventskalender von Maybelline New York Happy Holiday schon kennen. Aber ich habe dafür nur 39,99 € bezahlt. Warum? Hab halt im Internet bei Idealo Preisvergleich ein bisschen nachgeguckt. Und siehe da, gibt es den tollen Kalender 20 € billiger. Weil aktuell hat ja, glaube ich, vor ein, zwei Monaten 59,99 € gekostet. Und wie gesagt, haben wir mal gute 20 € gespart. Und für alle die, die sich den noch nicht gekauft haben oder noch nicht an jemanden verschenkt haben, besser geht's nicht. Ein Pfund ist immer eine coole Sache, gerade in der heutigen Zeit. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir beginnen. Ich werde das auch genauso machen wie bei meinem anderen Kalender. Ich werde drei Haufen für euch machen, und zwar einmal den Haufen Beste, also Top-Produkt, einmal den Haufen geht so, naja, geht so, und dann natürlich den Haufen Trash, also wie immer Müll, Abfall. Na gut, ihr Süßen. Also was mir schon mal sehr gut gefällt, ist, dass der Kalender wirklich übersichtlich gestaltet ist. Kann euch das kurz mal zeigen. Madame war wieder ein bisschen ungeduldig, deswegen ist es da oben alles so ein bisschen abgerissen. Schaut mal. Ist wirklich ganz übersichtlich gestaltet, sodass ich da schon mal sehr, sehr begeistert bin. Deswegen werde ich auch heute keine Probleme dabei haben, die Zahlen durcheinander zu bringen. Wir beginnen natürlich mit Türchen Nummer 1. Wollen wir doch mal gucken, was da Schöne drin ist. Ich werde mir auf jeden Fall auch mal schon mal wieder wie immer gleich meine Brille aufsetzen. Ihr Süßen. Damit ich auch was sehe. Weil wie gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen blind. Wow. Okay, hier haben wir einen geilen Eyeliner in Bronze. Finde ich richtig, richtig cool. Schaut mal. Und was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass das eine originale Größe ist. Seht ihr? Coole Sache. Kleidet natürlich jetzt wiederum auch nicht jeden, muss man ganz ehrlich sagen. Ist eher so für die rassigere Front dann doch sehr zu empfehlen. Ich glaube, für die blasseren Mädels unter uns ist es jetzt nicht so ganz so cool. Deswegen würde ich einfach mal sagen, es ist der Haufen geht so mittel, weil können halt einfach wirklich nur wieder Mädels verwenden, dem es halt auch einfach steht vom Hauttypen her. Also deswegen Haufen geht so, kommt in die Mitte. Dann haben wir Türchen 2. Da kann ich ja wirklich ja nicht verkehrt machen. Ah, okay, okay, okay. Hier haben wir einen ganz kleinen Mascara. Ist jetzt allerdings auch keine Originalgröße. Aber für unterwegs, guck mal, seht ihr, ist wirklich nur eine ganz kleine Größe. Aber ist trotzdem völlig okay. Wiederum ein bisschen zu meckern. Ich habe ja immer was zu meckern. Busted. Also warum keine Originalgröße? Deswegen Haufen geht so. Dann haben wir Türchen Nummer 3. Das ist eine Originalgröße, das erkenne ich schon. Das ist ein Primer. Ein Feuchtigkeitsprimer mit Hyaluron. Quasi unters Make-up, unter die Foundation auftragen. Originale Größe, finde ich super. Kann man immer gut gebrauchen. Deswegen Haufen Beste. Zumal wirklich einfach mal die originale Größe, stehe ich richtig drauf. Also Haufen Beste. Dann haben wir die Nummer 5. Ach, das ist so schön übersichtlich. Ja, da muss ich nicht erst suchen. Das ist richtig geil. Okay, ihr kennt ja mein Statement, aber für alle die, die es noch nicht wissen, ich bin halt so eine Nagelstudio-Tante. Deswegen ist jetzt hier wieder Nagellack drin. Für mich persönlich nicht zu gebrauchen. Ich finde die Farbe jetzt ist so ein Orange, Orange-Rot. Kann man machen, muss man aber nicht. Für mich ist es immer eher so Trash. Also Haufen Trash. Dann haben wir die Nummer 6. Was haben wir denn da, Schönheit? Ich glaube, das ist ja, den ich schon habe. Aber ich liebe den, der ist wirklich cool. Nee, das ist ein Lip Liner, wenn mich nicht alle täuscht. Ja, cool. Also das ist ein richtig cooler Lip Liner in der originalen Größe.
Hat auch eine ganz tolle Farbe. Hat nämlich diesen Nude-Beige-Rosé-Ton. Absolut geil. Originale Größe, steht wirklich jeder Frau. Passt zu jedem Hauttyp. Also Maybelline, ihr habt wirklich mitgedacht. Deswegen Haufen Beste. Jetzt haben wir Türchen Numero. Ach ja, ich hab ganz vergessen. Der 6. Dezember war ja auch Nikolaus. Also deswegen, cool, Daumen hoch. Alle Dude. Dann haben wir Türchen Numero 7. Das ist aber recht groß. Oh, ey, cool. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner. Schaut mal, die Größe. Mega. Richtig originale Größe. Also das kann man wirklich immer verwenden, immer gebrauchen. Ist ein cooles Produkt. Soft-Make-up-Remover, Augen-Make-up-Entferner. Coole Sache. Spitze, Haufen, Beste. Dann kommt zugleich die Numero Unendlichkeitszahl, die Numero 8. Auch eine coole Sache, originale Größe kann man immer gebrauchen. Ist ein Eyeliner, Tattoo-Eyeliner. Wobei, ist das jetzt Originalgröße oder nicht? Nee, sorry, ich muss mich leider korrigieren. Es ist keine Originalgröße, ist mehr oder weniger so eine Reisegröße. Allerdings ist es schwarz. Allerdings muss ich dann auch noch dazu sagen, ich glaube, dass ich mir den mal geholt habe und nicht so ganz zufrieden war. Also deswegen Haufen, geht so. Okay, dann kommt Türchen Numero 9. Was haben wir denn hier, Schöne? Ah, okay. Das ist ein Rouge-Gel. Jetzt müssen wir mal die Farbe gucken. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ja. Ich mach das immer. Bin zu ungeduldig. Jetzt mal gucken, was das für eine Farbe ist. Ah, okay. Okay, das ist so. Oh ja, das ist ganz schön. Doch, ist ganz nice. Guck mal. So ein softes Orange-Rosé. Also ist eine coole Sache, gerade für den Winter. Also muss ich sagen, ist auch die Originalgröße. Sheer Gel Cream Blush. Blush Gel Cream. Also, coole Sache. Originales Produkt. Ist auch eine Farbe, die, glaube ich, jede Frau benutzen kann, um sich ein bisschen Frische auf die Wangen zu zaubern. Deshalb Kategorie Beste. Dann haben wir die Numero 10. Mal kicken, was da so schön drin ist. Ja, gut. Ihr ahntet, für mich leider nicht zu verwenden, ist ein super strong Unternagellack, der die Nägel dann zusätzlich stärkt. Wie gesagt, Nageltussi, für mich Haufen Trash. Dann haben wir die Numero 11. Mal kicken. Coole Sache. Eine gute Wimperntusche. Ein cooler Mascara in originaler Größe. In schwarz. Können wir immer gebrauchen. Finde ich richtig geil. Haufen Beste. Dann kommt gleich die Numero 12. Na bitte. Geht doch. Haben wir mal in der originalen Größe. Und zwar Expression Kajalstift. Kann man immer verwenden, ihr Lieben. Ganz einfach schwarz. Und, wie gesagt, schaut mal. Die originale Größe. Hierzu im Vergleich die Reisegröße. Die ist doch um einiges kleiner. Also haben sie da wieder ein bisschen beschissen. Das ist originale Größe. Cooles Produkt. Braucht man immer. Haufen Beste. Dann haben wir die Numero 13. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist jetzt schon so deutlich und ich suche das immer noch. Okay. Aha, okay. Nagelsticker, so eine kleine Goldsticker. Also quasi so eine ganz kleine. Ich mache das mal auf für euch, ja. Aber ich sag mal, für alle die, die sich wirklich ihre Fingernägel selber machen, seht ihr? Das sind so eine kleine Sticker. Die kann man sich dann so auf die Nägel kleben. Ja, vielleicht für Weihnachten. Gut, also für mich ist es halt Trash. Aber bis jetzt ist das Verhältnis schon mal ganz gut ausgewogen. Von wirklich beste Produkt zu Trash-Produkten bin ich also schon mal wirklich sehr begeistert. Dann haben wir die Numero 14. Meine Lieblingszahl, die Nummer 14. Lash Central, okay. Ist jetzt halt leider nicht die originale Größe, sage ich euch gleich. Aber ich liebe diese Mascara. Ist halt leider wirklich nur kleine Reisemascara. Aber da freue ich mich, wenn ich dann mal Party feiern gehe, habe ich den mal in klein. Deswegen ist zwar, wie gesagt, ein bisschen schade. Deren Original wäre natürlich jetzt absolut top gewesen. Aber für unterwegs bin ich trotzdem schwer begeistert und mache ihn deswegen auf den Haufen Beste. Wie gesagt, ihr Lieben, das liegt ja wirklich auch immer alles im Auge des Betrachters.
Es gibt bestimmt dann andere Mädels oder Damen und Herren, die dann sagen würden, das ist genau umgekehrt. Ich kann euch das nur wirklich von meinem Empfinden her so sortieren, wie ich das meine. Und jeder hat dazu eine andere Meinung, was auch völlig okay ist. Und deswegen machen wir mal gleich fröhlich weiter. Dann haben wir die Nummer 15. Also auspacken ist schon geil. Da haben wir wieder das, was ich nicht gebrauchen kann. Ist allerdings eine coole Farbe. Für mich aber absolute Trash-Produkt, weil wie gesagt, Fingernägel. Ich war erst im Nagelstudio. Also hat sich erledigt. Ich habe schon natürlich einen Abnehmer gefunden. Der freut sich darüber sehr. Nun gehen ja auch nicht alle Damen und Herren ins Nagelstudio. Ich muss ins Nagelstudio, weil ich jahrzehntelang fett geknabbert habe. Und meine eigenen Fingernägel einfach so was von einem Arsch sind. So dass ich sie seit ganz vielen Jahren immer verstärken lasse und eben halt dann farbig lackieren. Ne? Genau, so sieht das aus. Jetzt haben wir die Nummer 16. Auch cool, kann man immer gebrauchen, sehr schön. Ganz, ganz cooler Lip Liner, originale Größe, ein schöner Ton, den wirklich jede Frau und jeder Mann gut nutzen kann. Ist zwar sehr hell, aber ist halt wirklich ein nudiger Ton für den Alltag oder für den Look, wenn man so gut wie fast gar nicht geschminkt aussehen möchte. Ist das wirklich immer eine ganz geile Sache, deswegen Produktbeste. Dann haben wir als nächstes die Nummer 17, die ist gleich daneben. Ganz einfach. Ah, cool. Also ich finde, hier hat Maybelline wirklich mitgedacht. Hier ist auch wieder ein cooler Superstay Lip Liner, beziehungsweise, also kein Lip Liner, sondern sozusagen ein Lippenstift. Aber ihr seht, es ist ein schöner, auch ein ganz cooler, nudiger Ton. Ich mach das hier mal rauf. Super. Kann wirklich jeder Hauttyp immer tragen. Hat Maybelline wirklich mitgedacht, statt jetzt irgendwie so ein kaltes Pink da rein zu kloppen. Finde ich eine super Sache. Originale Größe wohlbemerkt. Coole Farbe für jedermann. Deswegen für mich Haufen Bester. So, dann haben wir die Nummer 18. Gucken, was da schicke drin ist. Tada! Ah, da haben wir ein Instant Pore. Ein Primer gegen zu große Poren. Ist jetzt allerdings nur eine kleine Größe, finde ich aber trotzdem eine geile Sache, weil wenn man unterwegs ist oder so, ist auch echt ein cooles Produkt, ne? Für unter die Foundation zu tragen, um die Poren, die großen, zu minimieren, finde ich also eine coole Sache. Baby Skin heißt das Ganze, also Haufen Beste. Ja, Mensch, ihr Süßen, habt ihr euch ja mal richtig Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen. Was haben wir denn hier? Das sind so eine kleinen Haarspangen. Durchsichtig. Also finde ich eine super Idee. Gerade ich mit meinen langen Haaren oder auch wenn man kürzere Haare hat. So was kann man wirklich immer gebrauchen. Deswegen für mich wirklich Haufen Beste. Muss ich wirklich sagen. Dann haben wir die Nummer 20. Na, auspacken ist schon was Geiles. Das macht schon Spaß, ja. Ja, gut, okay. Das ist jetzt aber auch schon wieder ganz schön viel an der Zahl. Also ich bin froh, dass ich da wirklich nur 39 Tacken für bezahlt habe, ne? Und keine 59. Wieder Nagellack. Ihr wisst Bescheid. Für mich Haufen Trash. Dann haben wir die Nummer 21. Da haben wir nochmal einen coolen Lip Liner in originaler Größe. Auch wieder in Judy-Ton. Ist immer eine coole Sache. Kann wirklich jede Frau gebrauchen. Deswegen Haufen Beste. Dann haben wir die Nummer 22. Also hier ist halt wirklich so ein cremiger, schwarzer Tattoo-Liner. Aber ich finde, das kann man wirklich auch immer gut gebrauchen. Zumal es ist dann auch wiederum die originale Größe. Für mich persönlich Haufen Beste. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir die Nummer 23. Sehr schön, freut mich. Ah, richtig geil. Tattoo-Liner, Originalgröße. So ein dunkelblau-grau. Originale Größe, cooles Produkt. Haufen Beste. Gibt's ja nichts zu beanstanden. Ey, ich hab schon wieder eine vergessen. Das kann doch nicht sein. Ich hab euch eins unterschlagen. Das gibt's doch nicht. Ey, wie kann man so vergesslich sein? Ey, jetzt ist das schon so übersichtlich und ich habe trotzdem eine Zahl vergessen. Aber ansonsten habe ich sie alle rausgeholt, ja? Ihr Süßen, ihr wisst, also ich habe jetzt eine Nummer, die ich mal wieder ein bisschen verpeilt habe. Allerdings jetzt nicht für meine Fingernägel. Werde ich aber verschenken. Ist so ein Buffer für die Fingernägel. Ist für mich Haufen
Trash und deswegen ist das jetzt nicht so berauschend. Also ob ich das jetzt aufgemacht habe oder in China fällt ein Sack Reis um, ist ungefähr genau das gleiche. Dann haben wir die Nummer. Jetzt kommt die Nummer 24. Ihr wisst, ich habe die höchsten Ansprüche. Wenn ich jetzt diesen Kalender selber ausgepackt hätte, Türchen für Türchen, dann bitte, 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 Maybelline, bitte, 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 macht, dass es ein geiles Produkt ist, wo ich gleich ausflippen werde vor Freude. Wir gucken. Türchen 24. Okay. Da haben wir wirklich eine gute Mascara. Lash Sensual, luxuriös. Die ist auch ganz nice, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so schön wie meine Lieblings, wie die hier oder die eine andere, die ich immer gerne benutze. Ich zeige euch die schnell. Hätte ich mich jetzt noch mehr gefreut, hätte ich mir sozusagen den... Naja, ihr wisst schon, was abgefreut. Und zwar zeige ich euch mal gleich. Ihr kennt das ja. Das ist ja mein absoluter Liebling. Aber das ist auch eine coole Mascara, originale Größe. Ich hätte mir jetzt vielleicht noch gewünscht, dass sie zum Beispiel hierzu... Also wenn ich jetzt ein Kalenderhersteller wäre, dann würde ich einfach mir wünschen, dass die Dame oder der Herr sich total einen Arsch abfreut an Weihnachten, hat die so beide Produkte zum Beispiel reingemacht. Hätte man gesagt, cool. Kajalstift und Wimperntusche, geht immer klar. Gut, trotz alledem, originale Größe. Bin schwer begeistert, deswegen für mich Haufen Beste. So, ihr Lieben, dann habe ich den ganzen Kalender ein bisschen verunstaltet. Kann euch ja mal zeigen, wie er denn jetzt aussieht. Genau so. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich wirklich total begeistert, weil viele originale Produkte dabei. Also wenn ihr noch ein bisschen Geld sparen wollt, ihr wisst ja jetzt Bescheid, schaut einfach bei Idealo Preisvergleich. Da gibt es den jetzt für sage und schreibe 39,99 Euro. Also nochmal, ein Pfund gespart. Ist wirklich viel, viel Geld in der heutigen Zeit. Und ja, in diesem Sinne, ich werde euch jetzt gleich nochmal meine Haufen präsentieren. So, ihr Lieben, und jetzt hier wie versprochen natürlich alle Produkte nach Haufen sortiert. Das ist für mich Haufen Trash. Also ich kann damit ja nichts anfangen, wie ihr wisst. Halt bekennende Nagelstudio-Tussi. Dann haben wir hier einmal den Haufen, es geht so. Sind auf jeden Fall ganz coole Produkte. Was ich aber ein bisschen schade finde, dieser Bronzener Eyeliner steht halt wirklich nicht jeder Frau. Deswegen leider nicht so ganz mitgedacht. Aber wir kommen zu dem super, super Endergebnis. Das, finde ich, ist wirklich alles Haufen Beste. Schaut mal, ihr seht, was da wirklich alles mit bei ist. Ein cooler Augen-Make-up-Entferner, Primer, ein cooles Rouge in cremiger Form. Dann haben wir nochmal einen anderen Poren-Primer. Dann haben wir für die Haare was bei. Dann haben wir verschiedene Mascara in Originalgrößen, beziehungsweise eine meiner Lieblingsmascaras in einer kleinen Reise. Partyfeiergröße, coole Kajal. Stifte ohne Ende, Lip Liner in wirklich Hauttönen, die wirklich jeder von uns tragen kann. Da muss ich also sagen, da sind wir also wirklich ganz gut dabei. Das sind dann also 15 Produkte, Haufen Beste, und da muss ich sagen, für den Preis absolut cool. Ich weiß jetzt natürlich persönlich nicht, für 59,95 Euro, ob ich das jetzt so cool gefunden hätte, aber ich muss sagen, er schneidet dann dennoch besser ab wie manch andere Kalender. Und ja, dann würde ich einfach sagen, schlag zu, solange wie es noch, die noch gibt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen optimalen Tag. Macht es gut, bis bald, eure Göre Boss.